Hallo und herzlich willkommen heute zu einem etwas anderen Toy Review. Diesmal mit Transformers Robots in Disguise Steeljaw, ein Decepticon der etwas anderen Art, was uns aber bestimmt in Zukunft nicht mehr so sehr überraschen wird. Die Decepticons in der Serie haben alle Ähnlichkeiten mit Tieren. Steeljaw ist hier ein Wolf und ja, die Figur ist ziemlich cool. Um einfach mal so ein bisschen auf die Figur einzugehen, er ist ein Kopf, nee, okay, kein Kopfgeldjäger, er ist ein Jäger, ja klar, ist aber eher, ja, ein Hinterlistiger, der auch natürlich den Autobots ziemlich viel Kopfschmerzen bereitet, aber nur für eine gewisse Zeit halt. Steeljaw wird in dieser schönen Blisterbox geliefert. Eine sehr geile Figur und ich hätte fast den Fehler gemacht und hätte die Figur so gelassen, wie sie ist und hätte mich über die Arme geärgert und dachte, sie sind steif, sind sie aber nicht. Wenn man die Arme runterzieht, dann hat er sogar richtige Ellenbogengelenke. Dazu aber gleich mehr. Die Figur hat ein super geiles Artwork, gefällt mir extrem gut. Was ich nicht ganz verstehe, ist, die Figur ist in Grau gehalten auf dem Artwork und die Figur ist in Blau gehalten. Passt irgendwie nicht so ganz. Ebenso der Kopf sieht richtig geil aus, hat richtig einen Charakter, super geil. Und hier ist es ein Wolfskopf, der von vorne ganz anders aussieht, definitiv anders. Wie gesagt, einmal hier und einmal dort. Ihr seht den Unterschied. Und er hat eine längliche Wolfsschnauze, das hat er nicht. Finde ich ein bisschen schade, da hätte mir jetzt der obere Kopf deutlich besser gefallen. Ansonsten hat er hier an der Seite nochmal das Artwork. Und hier hinten sehen wir ganz groß 9 Steps zum Verwandeln. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, dass diese Action Hero Versionen, also die sogenannte Deluxe-Version von dieser Toyline, immer wieder unterschiedliche Anzahl von Steps hat. Hier wäre es schön gewesen, wenn alles gleich gewesen wäre. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zum Rest. Die Figur wird geliefert mit einer Waffe, die einer Wolverine-Kralle quasi ähnelt, mit 3 Klingen, die auch in die Hand gegeben werden kann oder halt auf dem Dach des Fahrzeugs verwandelt werden kann, quasi als Verstärkung, wie auch immer. Ansonsten hat die Figur auch wieder eine Anleitung zum Herunterladen der App, zum Scannen des Codes und zum Spielen. Und auch hier haben wir wieder ein spezielles Logo mit Steeljaw, mit seinen Krallen. Und hier sehen wir auch nochmal Steeljaw in Aktion. Ja, und ansonsten sehen wir hier unten drunter den normalen Produktkatalog quasi mit den 3 weiteren Figuren, die erhältlich sind. Und jetzt kommen wir einfach mal zu der Figur an sich. So, die Figur ist, wie wir hier sehen, ein Decepticon. Hat ja auch den Datenring drumherum, der scannbar ist und quasi die Figur in dem Spiel freigibt. Die Figur ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Sie hat quasi hier einen Wolfsschwanz hinten dran, den man auch ziemlich gut bewegen kann mit 1, 2, 3 Gelenken. Das heißt, er ist wirklich extrem gelenkig, finde ich cool. Kann als Standbein hier quasi für die Figur benutzen, da die Figur hier auch wirklich wolfsähnliche Füße hat, mit diesen komischen blitzartigen Muster, so storchenartig. Finde ich aber gar nicht mal so schlecht. Die Figur hat kein Hüftgelenk, hat aber dafür ganz normale Oberschenkelgelenke und Kniegelenke. Das heißt, der Fuß ist extrem weit hoch anwinkelbar. Ansonsten, was mich ein bisschen an dieser Figur stört, sind die Reifen hier unten. Die kommen den Füßen so ein bisschen in die Quere. Sehen wir auch nochmal einmal hier unten. Schön wäre es gewesen, würde man die nach innen klappen. Kann man leider nicht. Aber okay, muss man halt mitleben. Das Jetpack, oder besagt das Backpack, ist nicht richtig verwandelt. Wir sehen einmal hier auf der Verpackung, dass er die Reifen quasi hinten am Rücken nebeneinander angewinkelt hat. Das ist hier nicht der Fall, was ich sehr schade finde. Hier wäre es cooler gewesen, hätte man quasi hier das einmal rumdrehen können und nach oben winkeln können. Ist hier leider nicht der Fall. Gut, man muss halt auch mal ein bisschen Abzüge in der Verwandlung auch quasi akzeptieren. Ansonsten, die Arme sind
ein bisschen eingeschränkt von der Bewegung. Wir haben einmal hier dieses sogenannte Ellenbogengelenk, hier diesmal nicht zum Drehen. Das haben wir hier oben im Arm, das ist quasi auf der Schulterhöhe. Und ansonsten, der Arm hier unten ist nur nach unten und nach oben im 90 Grad Winkel drehbar. In gewissermaßen auch ein bisschen weiter, man muss aber vorsichtig sein, sonst bricht man die Figur kaputt. Extrem wichtig ist, wenn man quasi diesen Arm anwinkeln will, beim Hochklappen ziehen und dann rumwinkeln. Ansonsten kann es passieren, dass dieser Stift, der hier drin ist, ein bisschen zurückrutscht wegen der Transformation und dann könnt ihr euch den ganzen Arm kaputt brechen. Deswegen sehr vorsichtig sein, bitte. Ansonsten hat die Figur einen Wolfskopf. Dieser Wolfskopf ist nur begrenzt drehbar, leider. Er ist auf einem normalen Drehgelenk, hat kein Balljoint, was ich auch sehr schade finde. Und ansonsten wird die Figur geliefert mit dieser Waffe. Das ist wie eine Art Wolverine-Kralle, wie ich schon erwähnt habe. Diese Krallen kann er quasi in die Hand nehmen. Das heißt, hier ist so ein kleiner Griff. Steckt er quasi die Hand rein und schon hat er diese Wolverine-Kralle, die er quasi auch ziemlich cool anwinkeln kann und dementsprechend auch posen richtig cool als Display hinstellbar. Ja, die Figur selbst ist von der Verwandlung relativ simpel. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe mir anfangs echt einen Zacken abgebrochen. Kommen wir jetzt einfach mal zur Transformation. Wichtig ist, die Arme quasi verkürzen, indem man sie ineinander schiebt. So, das gleiche hier. So, ganz wichtig, wenn ihr es nicht macht, kriegt ihr die Verwandlung nicht hin. Anschließend dreht ihr hier diese Außenklappen nach oben. Das wären quasi die Türen im Fahrzeugmodus. Dann dreht ihr hier hinten erstmal den Schwanz nach oben. Das ist ganz wichtig. Jetzt dreht ihr hier einmal diese ganzen Brustkorb nach oben. Winkelt den Kopf ein. Dadurch dreht sich alles ein bisschen nach unten. So. Anschließend dreht ihr hier erstmal die Schulter nach unten. Dreht am besten die Arme so nach vorne. So. Anschließend dreht ihr die Füße nach innen, indem ihr sie so nach oben faltet. Das gleiche hier auch noch einmal. So. Das heißt, ihr habt dann schon fast die Motorhaube. Anschließend könnt ihr die Arme erstmal nach oben winkeln. Ist dann ein bisschen leichter. Dreht die Beine so nach innen, dass die Motorhauben sich quasi berühren. Dreht dann anschließend das komplette vordere Teil so zusammen. Das heißt, ihr habt schon fast die Motorhaube. Drückt es zusammen. Aber nicht wundern, es hält nicht sonderlich gut. Auch wenn hier ein Pack drin ist, hier, der greift nicht so schön, wie ich es mir erhofft habe. Kann aber auch vielleicht an meiner Figur liegen. Jetzt haben wir schon fast das Fahrzeug komplett. Jetzt dreht ihr hier diesen Arm nach unten. So. Dreht jetzt den kompletten Arm nach unten. Dreht jetzt hier. Lass mich gerade mal gucken. So. Den Arm hier in die Seite rein und dreht das Ganze einmal so nach innen, dass alles perfekt ineinander greift. Das gleiche macht ihr hier, dreht am besten den Fuß nochmal ein bisschen nach außen, dreht hier den kompletten Arm nach unten und winkelt jetzt hier den Arm einmal hinein, dass er wirklich da reingreift. So. Und aufpassen, dass hier die Tür natürlich nach oben geht und verschließt das Ganze jetzt dann wieder. Sehr fragil, was die Verwandlung angeht, aber ich finde, es gibt Schlimmeres. Jetzt ist mir natürlich der Wolfschwanz abgefallen, den könnt ihr einfach hier unten wieder reinstecken. Das ist auf dem Balljoint, so. Und dann wird er einfach so angewinkelt und jetzt nach innen gedreht, so. Na, ich krieg's jetzt irgendwie nicht so ganz hin. So. Und jetzt so nach innen. Na, heute kriege ich es irgendwie nicht so ganz gebacken. So, dass die
Kanten hier innen drinne fest sind. Und dann dreht ihr einfach hier den Rückenschwanz quasi nach oben. Na, jetzt will das... Ach, das ist das, was ich meinte. Es klappt halt wirklich alles nicht so wirklich und es fällt immer wieder so ein bisschen auseinander. So. Ach, das ist so nervig. So. Er will immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. So, jetzt aber. So, habt ihr den Schwanz quasi nach oben gewinkelt. Eine Verlängerung quasi vom Heckspoiler. Und schon habt ihr quasi Steeljaw fertig verwandelt. Wie gesagt, ein bisschen fragil. Klappt auch gerne mal hier so ein bisschen auseinander. So, ne? Aber das liegt vielleicht nur bei mir an der Figur, dass der Pack da einfach ein bisschen zu fragil ist. Die Figur rollt ziemlich gut. Ansonsten habt ihr noch die Möglichkeit, die Krallen oben auf dem Dach zu platzieren. So, ein bisschen festdrücken. So, und schon habt ihr quasi Steeljaw fertig verwandelt. Eine sehr schicke Figur auf jeden Fall. Wie gesagt, Deluxe-Class-Größe, circa, ja, fast 10 cm. Und eine sehr schöne Figur. Wie gesagt, eine etwas andere Art der Transformers. Denn die Decepticons werden in dieser Serie hier hauptsächlich als Tiere dargestellt. Oder halb Tier, halb Mensch, wie auch immer. Es gibt zum Beispiel einen, der sieht aus wie ein Hummer in der Serie. Einer, der sieht aus wie ein Pferd. Einer wie ein Hirsch. Einer wie ein Wolf. Also jeder hat ein ganz anderes Aussehen. Ansonsten eine sehr coole Figur. Die Figur, würde ich sagen, vom Design her kriegt 8 von 10 Punkten. Von der Verwandlung her 7 von 10. Und ja, was soll ich sagen, von der... Eigentlich ja kein Bewertungsgrund, aber dadurch, dass er nicht wirklich sich super verwandeln lässt, sondern immer wieder so ein bisschen auseinanderfällt, beziehungsweise die Pins nicht richtig halten, würde ich jetzt eigentlich sogar nur 3 von 10 Punkten geben. Aber wie gesagt, da ich denke, dass es nur ein Produktfehler bei mir ist, würde ich dieser Figur allgemein jetzt 7,5 aufgrund 8 von 10 Punkten geben. Und ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Problem auch bei eurer Figur schon vernommen habt. Wenn ja, würde mich das natürlich brennend interessieren. Gebt es mir einfach weiter. Und ansonsten hoffe ich, hat euch das Review so ein wenig gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet oder weiterempfehlen würdet. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch was. Bis dahin, euer Rex4.